and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal. Wir sind immer noch in den Gebäuden von Aperture Science, aber auf der Flucht. Und es scheint, als sind das wir wieder... Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Wow. Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Oh ja. Das ist die letzte Chance. Weißt du was? Du kannst mich mal, du blöder Computer. Hier ist ein Knopf. Oh oh. Wow, 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 wow. Nichts hier weg, nichts hier weg, nichts hier weg. Ach du Scheiße. Die wollen uns verdammt nochmal loswerden. Okay, die können wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir wissen ja mittlerweile, dass hier kein einziger Sau ist. Danger Contaminated Area. Hä? Ah, ich verstehe. Okay, hier ist wieder so eine Glaswand, die kaputt gemacht werden soll. Ich glaube, wir müssen jetzt dafür in diese kleinen Roboter, was das war, dazu bringen. Ja. Ja, das hat danach geklungen, als hätte es funktioniert. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt muss ich doch nochmal hin. Ich glaube zumindest, dass ich das so machen muss. Ich will es hoffen. Okay, jetzt erstmal hier das. Also, da. Hallo. Und wie? Haben wir irgendetwas übersehen? Würfel sind echt cool. Aber jetzt habe ich mir gedacht, dass wir irgendwas übersehen haben. Weil das konnte einfach nicht sein, dass da jetzt nichts ist. So. Wie war das over here? Ich schätze mal einfach hier drauf. Und dann hier durch. Und dann schätze ich mal mit einem Portal weiter. Hä? Ah. Schon wieder diese giftige Säure. Kann man es eigentlich sagen? Giftige Säure? Okay, Ladedaten. Ich meine, man kann ja nicht... Also für den Körper toxisch würde es ja schon noch irgendwie sein. Ich meine, es ersetzt ja den Körper. Oder zumindest... Gewebe. Da oben? Was ist das denn jetzt? Ach du heilige Scheiße! Suche. Ja? Die wollen uns loswerden.
erstmal einen nach dem anderen weg. Fahre runter. Okay, da ist er. Fahrzielfunktion. Wieso? Machen wir erstmal den da weg. Und dann jetzt den da. Aktiviert. Suche. Ich hasse dich nicht. Ich dich aber. Und jetzt nur noch den da? Der Kollege. So, und schätze mal, jetzt dürfen wir hier springen. Weitsprung. Ach du heilige Scheiße. Ich bin dir nicht böse. So, hätten wir das auch schon geschafft. Ich verstehe. Eins hier unten drunter. Und dann fallen lassen. Geronimo! Okay, gelandet. Punkt. 10 Punkte. Für Gryffindor. Was? Alter. Das ist ein krankes Gebäude. Es ist... Wieder diese Präsentation. Was ist das? Wear your respirator. Oh oh. Was ist das? Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Das... Sieht nach einer Verbrennungsanlage aus. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn sie das berühren, wird ihr Leben nur noch schlimmer. Oder du kriegst Schmerzen, kann das sein? Ich will mich ja nicht einmischen, aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Okay, hier. In Ruhe gelassen.
machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh. Wow. Ja. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Was? Ich sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ach du Scheiße. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Ja, tut dir das auch gut? Und machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Ah, ich muss richtig zielen. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, Sie Held. Hier. Und jetzt legt sie weg. Das ist kein Mut. Friss! Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Dann nehmen wir mal das hier mit. Wer bist du? Was ist das? Tut mir leid. Das ist ein Untergang. Was ist das? Hä? Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Ja, es ist mir auch gleich, dass du drauf gehst. Du? Ja, ich komm wieder. Und du gehst in dir. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Ja, du gehst jetzt erstmal in die Hölle. Was ich? Ist das? Das? Was ist Gericht ist hier angebracht? Was ist das? Ach, jetzt komm schon. Wie war das? Sagten Sie etwas? Nein. Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. So, verreckt. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch sehr schön. Wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht. Nächster Treffer. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Das glaubt man nicht mehr. Ich habe ihren Freund, den Begleiter, GLaDOS! Genetic Lifeform, bla bla bla. GLaDOS, das soll das heißen. Ihre Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personal. Alter, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Nächster Treffer. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ja. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ach du heilige Scheiße, der ging daneben. Das ist gar nicht tödlich. Ja. Sie dagegen werden seine Töte. Oh ja, aber jetzt Treffer. Lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu tun. Nächster Treffer. Denn ums Überleben, dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie. So, was ist das? Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie gemacht haben. Und hier auch. Ja, red du nur weiter. Dieses Teil. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Ja, und du bist tot. Wollen Sie etwa fliehen? Ja, fliehen werde ich. Das ist nicht so, wie es früher war. Und jetzt hier, nächster Treffer. Kapazität ist grenzenlos. Haben wir es geschafft? Und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stimmt?
Das sieht dann noch aus, als hätten wir es geschafft. Verreck in der Hölle, GLaDOS! Auf nimmer Wiedersehen. Was? Wir sind auf dem Parkplatz von Aperture Science. Thank you for assuming the party as current submission position. Was? Wir werden weggezogen. Wir sind... Oh nein. Sag bloß, wir haben es doch nicht geschafft zu entkommen. Alter. Ist da ein Radio? Oh oh. Was ist das? Was? Wo sind wir jetzt gerade? Warte mal. The cake isn't a lie. Es gab wirklich einen Kuchen. Und da ist der Companion Cube. Ach, es tut mir leid. Das war's? This was a triumph. I'm making a note here. Oh, ist ja geil gemacht. It's hard to overstate my satisfaction. Ey, ist ja mal geil gemacht. Ey, das Aperture Science haben sie einen coolen bekommen. Hier, das haben sie mit dem ASCII-Code gemacht, also die ganzen Zeichen. Wie man das hier manchmal kennt auf Facebook oder sowas. Wo er dann einfach einen normalen Zeichen von der Tastatur. Von der Tastatur so einen Tannenbaum oder so machst. Das ist richtig cool gemacht. Ja, das war Portal 1. Wow. Ich hab's gerade echt selbst zum ersten Mal durchgespielt. Ja, ich weiß gerade nicht richtig, was ich sagen soll. Portal, richtig cooles Spiel. Erster Teil hat mir echt gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals zu meinen Zeiten von Gambiano hier mit dem Trevoro zusammen und Crazy. Hatte ich einmal hier ein Spiel geschenkt bekommen vom Debitor und das war Portal. Hab ich gesagt, ja komm, mein Schatz, war Mischung, dann würde ich gerne mal Portal 2 spielen. Ich dachte, das irgendwie so nur einfach so ein paar Rätsel wären. Und ich war schon immer so ein Rätsel-Freak. Aber da ist mir aufgefallen, scheiße, das hat ja eine Story, jetzt fängt es ja schon mittendrin an. Deswegen wusste ich auch, halt, dass von dieser, ja, jetzt bin ich schon überlegen, von der Präsentation da, also anscheinend Genetic Life Form and Schlag mich tot. Halt dieser, das war GLaDOS, diese Abkürzung da GLaDOS, das war von dieser Präsentation, dieses Genetic Life and bla bla bla. Schaue ich auf jeden Fall mal nach, das interessiert mich jetzt nochmal, ich habe es schon wieder vergessen. Ihr könnt da glaube ich einfach ein paar mal schnell vielleicht ein bisschen zurückspulen oder eine Folge zurückgucken. Boah, das... Ich glaube, das soll ja Kuchen sein. Auf jeden Fall. Da, Schatzkraft. Voices Ellen McLean, GLaDOS, Turris. Also, das, dieser Computer, der die ganze Zeit da durchgeführt hatte, war GLaDOS. Auf jeden Fall. Ich finde es eine super geile Spielserie, Portal. Kann ich nur empfehlen. Es wird auf jeden Fall nach Portal 2 kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon nächste Woche kommt oder keine Ahnung. Muss ich noch schauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass ich... Thank you for participating in this enrichment. Und da ist der Kuchen.
Bonuskarten? Ich glaube, die Bonuskarten machen wir nicht. Kann er vielleicht mal in irgendeinem Livestream mal machen. Auf jeden Fall. Portal 2 wird auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht ist er sogar noch vor meinem Trip nach Teneriffa. Portal Stories, also die Modifikation für Portal 2 draußen, was ein bisschen Background-Story vermittelt. Das werde ich auf jeden Fall let's playen, das ist klar. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Ja, ich meine dich und ganz besonders dich da drüben. Ich muss auf jeden Fall sagen, es war nicht das längste Let's Play, aber ein cooles Let's Play. Ich kann es euch nur wiederholen. So, ich will jetzt aber auch hoffen, dass ich auch für das Spiel die Lizenz bekomme. Ich bin ehrlich, ich habe das gerade schon aufgenommen, bevor ich überhaupt nach einer Lizenz gefragt habe. Das könnte jetzt ein bisschen blöd werden, wenn ich doch keine Lizenz bekomme. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich eine Lizenz bekommen werde, dass ich das veröffentlichen darf. Gut, aber ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Ich weiß keine Ahnung, was das momentan ist. Wie gesagt, ist voraufgenommen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, bei einem der nächsten Let's Plays. Und bis dahin, tschüss.